Servus, willkommen zum zweiten Teil von Wien. Nach dem Intro geht's los. Jetzt sind wir am Wiener Zentralfriedhof. Da gibt es anscheinend sehr, sehr viele Eingänge. Wir sind jetzt am Tor 11 und schauen jetzt einmal, dass wir die ganze Prominenz finden. Das ist jetzt der alte jüdische Friedhof. Hallo, hier bin wieder ich. Die Stimme, wenn der Chef mal wieder nix gesagt hat. Wir waren sehr überrascht über die Toleranz auf diesem eigentlich katholischen Friedhof. Es befindet sich hier ein Areal für Evangelische, Moslems, Russisch bzw. Rumänisch-Orthodoxe und sogar für Buddhisten hat man ein Plätzchen gefunden. Fast alle der 330.000 Grabstellen auf dem Zentralfriedhof sind regelrechte Kunstwerke. Im Zentrum des Geländes steht die von Max Hegele entworfene Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus. Auch wenn es sich irgendwie falsch anfühlt, sind die Grabstellen der Promis eine Sehenswürdigkeit auf dem Zentralfriedhof. Es werden sogar eigens dafür Führungen angeboten. Schönbrunn, bei U-Bahn und S-Bahn und Bus ist Maskenpflicht, ist halt Corona-Zeit. Ja, da müssen wir jetzt durch, hilft ja nichts. Aber da haben wir Schloss Schönbrunn. Schönbrunn ist das größte und bedeutendste Schloss Österreichs und ist seit 1996 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Außer der wunderschön angelegten Gartenanlage gibt es in dem Schloss 1441 Zimmer, von denen 45 besichtigt werden können. Aufgrund der Situation zum Zeitpunkt der Dreharbeiten blieb uns aber der Zugang zu den Zimmern verwehrt. Auch die Geschichte des Schlosses ist sehr interessant. Hier mal eine kleine Zusammenfassung. Anfangs war das Areal eine von vielen Mühlen und wurde 1311 zum ersten Mal als Kattermühle urkundlich erwähnt. 1569 erwarb Kaiser Maximilian II. Das Anwesen und ließ es einfrieden.
Und schon ein Jahr später wurde ein kleines Jagdschloss gebaut. Dort soll 1612 Matthias, der Sohn von Maximilian II., bei einem Jagdausflug eine Quelle entdeckt haben. Diese wurde Schönerbrunnen genannt und war namensgebend für das heutige Schloss. Das ist auch das Letzte, was man jetzt von Schönbrunn anschauen. Wir sind satt. Jetzt haben wir so viele Schlösser und so viel Zeug gesehen. Jetzt klangt's. Schon geil, oder? Wir hocken jetzt im ältesten Beisel vom Naschmarkt, nicht von Wien. Und das heißt zur eisernen Zeit. Und da ist jetzt er. Wo ist er? Da ist er. Nein, Salat. Nein. Ja. Ein Vierkergulasch. Jetzt ist es. Und das ist mein Vierkergulasch. Das ist ja, Rindsgulasch mit einem Würstel und einem Ei und schaut auf alle Fälle geschmeidig aus. Und das lassen wir jetzt schmecken. Schnackelt und ich bin da, gell? Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es geht, ein Abo. Kostet nichts, bringt mich weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fertig, servus, euer Media Mandy.